Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, eigentlich müsste die AfD-Fraktion heute hier die vierfache Redezeit bekommen, denn wie es aussieht, sind wir ja wieder einmal auch bei diesem Thema die einzige wirkliche Opposition im Hause. Meine Damen und Herren, was Sie hier praktisch über Nacht zusammengezimmert haben, das ist wirklich unglaublich. Also so einen Murks hat die Welt noch nicht gesehen. Man muss kein Jurist sein, um das zu erkennen. Es handelt sich hier, worüber wir heute sprechen, und der Finanzminister ist ja schön ruhig geblieben, aber was wir heute hier vornehmen, was Sie vornehmen, ist ein Frontalangriff auf die föderalen Strukturen unseres Staates, meine Damen und Herren. Der vielbeschworene Digitalpakt, den Sie hier alle gerne loben und nach vorne stellen, ist in diesem Zusammenhang nichts weiter als das trojanische Pferd, um den Ländern das abzunehmen, was schon seit 1949 in ihren Hoheitsbereich gehört, nämlich die Hoheit über die Bildung. Das, was im ersten Entwurf schon schlimm war, ist jetzt mit der Mithilfe von FDP und Grünen noch schlimmer geworden. Worum geht es? Im ursprünglichen Entwurf zu Artikel 104 sollte der Bund direkt in die Bildungsinfrastruktur der Länder, und zwar nicht nur der finanzschwachen Kommunen, hineinfinanzieren können. Mit der neuen Regelung könnte der Bund sich nun auch an Personalkosten und der Entwicklung gemeinsamer, also nationaler Bildungsstandards beteiligen, wie wir in den Erläuterungen zum Gesetzentwurf lesen können. Anders ausgedrückt, der Bund will den Ländern die Mitsprache in der Bildungspolitik abkaufen und legt dafür die Axt an unser Grundgesetz, wie es die FAZ zu Recht formulierte. Meine Damen und Herren, die Finanzlage der Länder ist in Wahrheit besser als hier oft suggeriert. Der Kollege Eckhard Rehberg gibt dazu sicherlich gerne Auskunft. 5 Milliarden für den Digitalpakt, gestreckt auf 5 Jahre, verteilt auf 33.000 Schulen. Man muss kein Mathematiklehrer sein, um sich auszurechnen, was hier vor Ort ankommt. Pro Schule nur wenige 10.000 Euro. Was machen Sie damit? Sie kaufen ein paar Laptops, vielleicht ein bisschen mehr Internet, und in 5 Jahren sind die Geräte dann veraltet. Aber das ist ja egal. Die schönen Fotos haben die Herren Politiker dann ja mit den Schülern und den Laptops gemacht. Meine Damen und Herren, die Kritik wächst nicht nur in den Reihen der AfD, die Kritik wächst auch in den Ländern. Die Länder wachen langsam auf, da auch das ist Teil unserer Oppositionsarbeit. Das führt übrigens zu bemerkenswerten Allianzen. Ja, hören Sie mal gut zu. Das führt zu bemerkenswerten Allianzen. Schauen Sie mal nach Baden-Württemberg. Da haben wir ein interessantes Bündnis. Wer sich die Debatte mal angehört hat, im Landtag von Baden-Württemberg, da stehen Grüne, CDU und AfD gemeinsam geschlossen gegen diese wahnsinnige Grundgesetzänderung. Hören Sie sich die Debatten an. Aber es geht noch weiter, meine Damen und Herren. Und langsam kriegen Sie das Zittern, denn auch Schleswig-Holstein schwenkt um. Ich zitiere die Bildungsministerin, wieder CDU. Sie sagte, Zitat, eine solch einschneidende Grundgesetzänderung, heimlich und leise, quasi als Gegenleistung für den Digitalpakt, das ist kein gutes Verfahren im Umgang mit dem Grundgesetz und ein zu hoher Preis. Die Expertenanhörung, die wir hatten im Haushaltsausschuss, da war die Mehrheit der Experten schon äußerst kritisch. Eigentlich müssten Sie diese Anhörung jetzt wiederholen. Sie würden nämlich Ihre Kritik verschärfen. Und diejenigen, die sich jetzt zu der Neufassung geäußert haben, finden deutliche Worte. Ich zitiere den Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages. Ich weiß, dass Sie das alles nicht hören wollen, müssen Sie aber. Das ist Professor Hennecke, und er sagte zu Ihrem vorliegenden Entwurf, Zitat, Koalition und Opposition haben hier Verfassungsschrott fabriziert, meine Damen und Herren. Das ist Verfassungsschrott, was Sie hier vorlegen. Und ganz zu Recht warnt auch der Ministerpräsident von Baden-Württemberg vor einer, Zitat wieder, schrittweisen Aushöhlung der Gestaltungsmacht der Länder, die zu Verwaltungsprovinzen des Bundes degradiert werden. Meine Damen und Herren, die AfD-Fraktion macht bei diesem Projekt nicht mit. Für uns ist Bildung Sache der Länder. Wir hatten diese Geschichten schon einmal nach dem Ersten Weltkrieg, haben die Sozialdemokraten schon einmal versucht, die Bildung zu zentralisieren. Nach wenigen Jahren lag unser Bildungssystem da nieder, und man ist wieder umgeschwenkt auf die bewährten föderalen Strukturen. Die AfD steht zum Föderalismus. Die AfD stellt sich vor unser Grundgesetz. Wir machen bei ihrer Verfassungsänderung nicht mit. Vielen Dank.